herzlich willkommen hier zur ersten Folge vom Let's Collect, der Top-Smash der Bundesliga 23-24er Serie. Wir haben auch die ersten normalen Päckchen am Start. Die ersten normalen Päckchen, die es hier gibt auf meinem Kanal. Das Starter-Pack habe ich vorhin schon als einzelnes Video hochgeladen. Das Top-Smash-Tags Bundesliga Mega Starter-Pack als Unboxing hier auf meinem Kanal. Natürlich würde ich mich auch direkt riesig freuen, wenn wir auf die erste Folge vom Let's Collect, keine Ahnung, die 300 Likes rausknallen. Ich habe die Karten von vorhin auch schon vorsortiert. Also das sind die Karten, die ich im Mega Starter-Pack drin hatte. Die kommen natürlich direkt ins Album rein. Deswegen habe ich diesen Stapel hier einmal kurz vorsortiert. Die Karten lege ich dahin. Dann haben wir hier zwei Päckchen, die wir jetzt direkt auspacken werden. Und dann werden wir die Karten einsortieren. Und dieses Format gibt es jetzt nicht täglich, weil es gibt noch normale Unboxings. Aber eventuell ist ab und zu mal Let's Collect als zweiter Upload. Sagen wir mal, ich lade Mittwoch um 14 Uhr ein normales Unboxing hoch. Und dann um 18 Uhr kommt noch eine Let's Collect Folge. Aber es ist nicht garantiert, sondern es gibt auf jeden Fall jeden Tag um 14 Uhr ein Video. Und das könnte dann dementsprechend auch Dienstag eine Let's Collect Folge sein, beispielsweise. Ne? Also ich möchte euch nicht versprechen, dass es jeden Tag zwei Videos gibt, sondern es gibt auf jeden Fall jeden Tag um 14 Uhr ein Video und ab und zu vielleicht auch mal ein extra Upload. Und es kann auch sein, dass Let's Collect um 14 Uhr kommt, heute aber als zweiter Upload. Heute gab es das Mega Starter Pack und jetzt erste Folge Let's Collect. Hier heute um 18 Uhr, also lasst direkt auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, falls ihr noch nicht Abonnent seid, sehr gerne kostenlos abonnieren für täglichen Pack-Opening-Content. So, ich bin gespannt, was wir jetzt ziehen werden hier ist. Das sind wahrscheinlich die Insatz und hier die Base-Karten. Wir haben Christian Gamboa von den Bochumern, wir haben von Hansa Rostock Svante Ingelsson. Romano Schmid von den Bremern. Von den Wölfen haben wir Czerny. Bader von Darmstadt. Von Heidenheim haben wir Patrick Meinker. Florian Neuhaus von den Gladbachern. Colina von den Augsburgern. Xavi Simons von RB Leipzig. Und hier die Insatz. Da haben wir als erstes. Oh, die Matchwinner sehen richtig schön aus. Die Matchwinner sehen richtig schön aus. Das ist jetzt meine erste Matchwinner-Karte, die ich habe. Von Magdeburg, Jason Zeker. Und Jason Zeker, M10. Dann haben wir die Heritage-Karte von Oliver Baumann. TSG 1899 Hoffenheim. Und die Rohdiamant-Karte von Castanaras VfB Stuttgart. Sehr, 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 sehr nice. Oh, das war das erste Pack. Wir haben aber zwei Packs. Ich habe hier schon ein bisschen vorsortiert nach den Nummern. Weil die Nummern sind ja natürlich jetzt gleich, ja, sehr wichtig. Bayern. Bayern Mittelfeld. Oh. Sag mir jetzt nicht Asano. Doch, Asano ist, glaube ich, doppelt sogar. Weil Asano hatte ich, glaube ich, im Starter-Pack. Jakobsen von Wien Wiesbaden. Velkovic von den Bremern. Kim von den Bayern. Und ich glaube, somit die erste Bayern-Karte. Vincenzo Grifo. Die Sammelkarten kommen wirklich ganz vorne, ne? Union Berlin, Trimmel, Lee, oh, das sind richtig viele Karten doppelt, Jeff Chabot und Tapsoba. Jetzt habe ich aber auch langsam ein Platzproblem hier. Und hier kommen die Insatz. Erste Folge. Geraldo Becker Matchwinner. Dann haben wir eine Starspielerkarte und die Starspielerkarten sehen gar nicht aus wie Starspielerkarten, sondern sehen aus, sind brutale Teile. Jan-Niklas Beste von Heidenheim und guckt euch dahinter diese wunderschöne Karte an. Einfach in der ersten Folge Club 100 Jamal Musiala. Jamal Musiala Club 100 der Top Smash Tags Bundesliga 23-24er Serie. Eine wunderschöne Karte. Kann man nichts anderes zu sagen. Und die kommt ganz, ganz hinten hin. So, und jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss ich einmal sortieren. Hier, Lee ist doppelt. Kann ich direkt schon sagen. Bob. Zack. Das kann jetzt ein bisschen dauern, aber gehört dazu. Zu Let's Collect. Trimmel ist leider auch doppelt. Das ist so bodenlos. Asano ist doppelt, das wusste ich schon. 56 kommt davor. Dann haben wir Werder Bremen. Bus, bub. Bus, perfekt, Bus. 96, dann haben wir hier Heidenheim. Heidenheim kommt aber nach
Freiburg. So, was haben wir dann hier? Oliver Baumann. Bus. Wieso immer Bus? Bin ich blöd oder was? Bub, wollte ich sagen. Bub. Dann haben wir hier Chabot. 226, zack. Das geht jetzt relativ fix, weil wir da gar keinen hatten in dem Bereich. 221. Zack. Yin und Yang. Jakobsen von Wiesbaden auch doppelt, ich fass es nicht. Ich fass es nicht. So, bam. Und die Matchwinner-Karten. Ach so, lol. 53, die kommen auch vorne hin. Huch. Ich wollte die jetzt extra packen, aber stimmt gar nicht. So, jetzt haben wir alles sortiert und jetzt wird's eine wilde Reise, Leute. Jetzt wird's eine wilde Reise. Jetzt bin ich gespannt, wie wir uns hier anstellen. Schon lange nicht einsortiert. Wir starten mit der 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bub. 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, und die erste Karte doppelt, nämlich Jae Sung Lee als Samba. Kommt zur Seite. So, dann 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Christopher Trimmel von Union. So. 44, 45, dann ist hier 54, das heißt, hier muss 53 sein für Geraldo Becker. So, 54, 55, 56, Christian Gamboa von den Bochumern. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 64, 65, Asano ist direkt hinter ihm und Asano ist leider auch doppelt von den Bochumern. Bremen-Logo muss hier vorne sein, das heißt, wir können durchzählen, ob wir alles richtig einsortiert haben. 66, 67, 68, 79, 70, 71, 72, 73, das passt perfekto. Werder Bremen. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, Velkovic. Dann haben wir Romano Schmid, 81, 82, 83, 84. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Das ist Bader von den Darmstädtern. Oh, jetzt ist hier, jetzt das ist Krise. 96, 97, 98, 99. 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35, dann muss hier 44 sein, ne? 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 53, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Junge, 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 da haben wir eine kleine, aber feine Lücke. Huch. 63, 64, 65, 66, 63, 64, 65, 66 passt. Dann 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, das ist hier unten, das ist nämlich 78, Jan-Niklas Beste, 81, 82, 83, Akpo Guma von den Hoffenheimern, natürlich umso mehr Karten wir drin haben, desto einfacher wird's, weil dann können wir direkt einfach nur zum Verein und müssen nicht mehr so viel durchzählen, aber die erste Folge ist halt dann immer so richtig Krise, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Passt, weil hier ist auch Günther als Heritage da. 99, 200. 200. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wir 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26er Xavi Simons von den
Leipzigern. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Edmund Topzoba. Oh, jetzt wird wieder Krise. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Florian Neuhaus. Puh. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Kim für die Bayern. Es sind immer so große Lücken, ne? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Das passt, weil so eine Rohdiamantkarte hatten wir schon mal auf dieser Position. So, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Also in der ersten Folge könnt ihr immer nachvollziehen, ob der Dödel Dönitz auch zählen kann. 37, 38, Jonas Wind. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. So. Aber macht es nicht Sinn? 50. Weil jetzt ist ja Yin und Yang quasi. Weißt ihr? Dann muss ja eine Yang-Karte da sein dann. Macht es hier Sinn, eine Seite auszulassen? Gibt es 18 Yin und Yang Karten, ist die Frage. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, 18 gibt's. Das heißt, ich lasse diese Seite nach Wolfsburg aus, pack hier die Taktikkarten danach rein. Dann haben wir hier nicht umsonst eine Seite. Eins. 3, 2, 4. Hier die Taktikkarten nach den Aufstellungen. Und dann geht's weiter. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Dann sortiere ich jetzt die Karten so. Und vorher auf 2, also vorher mal umgedreht. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Das passt dann auch wieder gut. Und jetzt wird's auch wieder richtig Krise. Digga. Digga. Das ist so eine große Lücke jetzt dazwischen. Yin und Yang. Dann kommt Spektrum. Spektrum habe ich keine gezogen. Wen gibt's denn von Hertha? Ups, mein Kopf war zu sehen. John Joe Kenny, Marton Dardai und Tabakovic. Sehr geil. Tabakovic ist richtig nice als Karte. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Gibt's 66? Ah, ne, gibt's nicht. 57, 58, 59, 60. So muss ich zählen. Ja, das ist korrekt. Und jetzt kann ich wieder normal weiterzählen, weil von Spektrum gibt's 18. Dann sind hier wieder 18 Seiten. Und dann geht's hier mit der zweiten Liga los. Das heißt, die 379 Hertha, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Ingelsson. Ingelsson von Hansa Rostock. Die Frage ist jetzt Hansa Rostock, wart mal. Ist 426 auch die letzte Zahl, perfekt. 27, 28, 29, 30. Jakobsen von Wien Wiesbaden.
Hier ist eine falsche Karte, glaube ich. Von wen Wiesbaden gibt es eigentlich Bjarke Jakobsen gar nicht? Hier ist Markus Matthijssen auf 430. Ja, moin. Okay, dann ist wahrscheinlich ein Fehler unterlaufen in der Produktion der Sammelmappen und eine falsche Karte drin. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. So, das heißt, der Matchwinner von Magdeburg muss der zweite sein. Nö. Ach, stimmt doch gar nicht. Hier ist der zweite Matchwinner. Warte mal. 31, 32 hört's auf. Passt. Dann 33. Oh, Fabian Rees ist Matchwinner. 33, 34. Ja, passt. Das heißt, es muss der letzte Matchwinner mit 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 sein. Und das passt auch wieder. Wunderbar. So, dann kommen die Club 100 Karten. 51, 52, 53, 54. Jamal. Aber auf den letzten Seiten kann man sowieso eigentlich sortieren, wie man will. Man hat hier noch genug. Jetzt kommen ja nur noch die 60-Jahre-Karten. Die Nimmis. Das heißt, hier Club 100, hier die 60-Jahre-Karten. Dann hier. Guardians Magic Finishers. 18. Also 60 Jahre, Limis, zack. Oder ich mach nach den hier 60 Jahre, hier Guardians und Finishers, Magics und dann kommen die Limis. Und das ist die Limi 7 mit Tutor. Okay, jetzt habe ich alles für mich perfekt einsortiert. Ihr könnt natürlich einen anderen Einsortier-Style haben. Aber das war's mit der ersten Folge vom Let's Collect, Jungs und Mädels. Sehr, sehr nice. Auch wenn ich ein bisschen länger gebraucht habe, aber ich denke mal, ihr feiert das Ganze. Ich hoffe, dass ihr das Ganze feiert, weil Let's Collect ist immer legendär. Und auf diesen Schreck gibt's erstmal eine Capri Sun. Mit einem Pappstrohhalm. Ich bedanke mich, lasst ein Like, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.